Hallo ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und ich möchte euch heute mal ein paar Beschäftigungen zeigen, die ihr durchführen könnt, wenn ihr zu Hause festsitzt. Also wenn ihr möglicherweise in Quarantäne sein müsst oder euch selbst dazu entschieden habt, zu Hause zu bleiben. Also viel Spaß dabei! Wir befinden uns ganz eindeutig gerade in sehr unsicheren, sehr schwierigen Zeiten und ich glaube, keiner von uns weiß so richtig, wie er damit umgehen soll. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich dachte mir, vielleicht helfe ich euch ein bisschen damit zu zeigen, wie ich mich zu Hause beschäftigen würde, was ich so mache und machen will noch und wie ihr euch vielleicht ganz gut beschäftigen könnt, um 2 Wochen oder auch länger zu Hause rumzukriegen, ohne halt komplett durchzudrehen. Ja, und weil das hier ein buchiger Kanal ist, ein Booktube-Kanal, ist natürlich ganz klar, dass ganz oben auf meiner Liste das Lesen steht. Jetzt ist eigentlich die perfekte Zeit, um sich endlich mal seinen Sub vorzunehmen, der einen immer schon so lange vorwurfsvoll anguckt. Und die ganzen Bücher, die endlich gelesen werden wollen, die im Regal stehen und auf die man schon so lange Lust hat, jetzt hat man die Zeit mehr oder weniger und kann sie sich endlich vornehmen. Aber ich weiß natürlich auch, dass natürlich man nicht unbedingt immer Lust hat auf den Sub und dass manche Titel vielleicht auch jetzt nicht gerade das sind, was man braucht. Also das hilft immer irgendwie eskapistische Bücher rauszusuchen, Fantasy, New Adult, so das, worauf so ich greife, schnelle, unterhaltsame Liebesromane, um die Welt um mich herum zu vergessen. Aber es gibt natürlich auch Titel, die im Regal stehen, auf die man jetzt nicht wirklich Lust hat. Das ist wie bei Frauen ja manchmal mit dem Kleiderschrank. Ich kenne das auch, du stehst davor und denkst dir so, ich habe eigentlich überhaupt nichts anzuziehen, obwohl der Schrank voll ist. Und so ist das manchmal auch mit dem Bücherregal, oh, ich habe überhaupt nichts zu lesen, obwohl das Regal voll steht. Und auch noch voll steht mit relativ viel ungelesenen Büchern. Aber um da so ein bisschen ja, Abwechslung reinzubekommen, habe ich auch so ein paar Tipps mir überlegt, wie man dann trotzdem an neue Bücher kommt, auch wenn man vielleicht nicht das Haus verlässt. Und eine Möglichkeit wäre tatsächlich, sich jetzt mal mehr mit deiner städtischen Bibliothek auseinanderzusetzen. Oder der städtischen Bibliothek, die am nächsten ist. Ich weiß, weil ich komme ja ursprünglich auch vom Dorf und da ist so eine städtische Bibliothek jetzt nicht gerade um die Ecke. Aber das ist für diesen Tipp auch gar nicht wichtig, denn, wie gesagt, wenn man sowieso nicht das Haus verlässt, ist es doch einfach gut möglich, sich mal online zu informieren, ob es ein Online-Programm der Bibliothek gibt. Ich weiß, hier in Leipzig gibt es das. Es gibt die Onleihe, es gibt die Libby-App, von der ich ja schon ein paar Mal erzählt habe, auch in meinem Hörbuch-Video, was auch schon ein bisschen weiter her ist. Vielleicht sollte ich da mal ein Update zu machen. Und was ich damals auch gemacht habe, ist, sich ganz einfach online das Programm anzugucken, sich online anzumelden, dann online zu bezahlen. Meistens ist es auch nicht so viel Geld und dann geht das Ganze für ein Jahr und man kann ganz viele Online-Angebote schon gleich nutzen. Es gibt Online-Lehrangebote, man kann sich Online-Videos, glaube ich, sogar angucken. Das habe ich zwar nie genutzt, aber die Möglichkeit besteht. Und man kann halt tatsächlich über die Online-App sich auch Bücher herunterladen. Und diese Online-App geht entweder für Tulin oder sowas, also für E-Book-Reader, die ein EPUB-Format nutzen, oder wenn ihr kein E-Reader habt, dann gibt es die App auch fürs Handy. Ich nutze sie zum Beispiel auch fürs Handy, weil ich ja ein Kindle habe und Kindle und Online unterstützen sich gegenseitig nicht. Aber ich kann trotzdem da so Bücher auf dem Handy lesen und konsumieren und mir auch neue ausleihen. Und ich habe es extra für euch ausprobiert, obwohl die Bibliotheken teilweise zu haben. Ich weiß, hier in Leipzig ist es auch, die Stadtbibliothek hat seit Montag geschlossen. Funktioniert die Online trotzdem noch, also man kann immer noch Bücher zurückgeben, neue Bücher ausleihen und die Bücher, die ausgeliehen wurden, laufen dann irgendwann ab. Also die Vormerkungen, die man dann macht, kommen dann schon zu einem. Und so kann man trotzdem das Angebot der Bibliothek gut nutzen, ohne jetzt irgendwie rauszugehen, ohne sich Gefahren und anderen Gefahren auszusetzen. Und trotzdem hat man noch einen Lesestoff zu kommen. Wer jetzt aber so eine Bib hat in der Nähe, wo das Angebot nicht so ganz gut ist, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil ich dachte auch immer, dass Angebot in der Stadtbibliothek ist gar nicht so toll und dann habe ich mal geguckt und eigentlich haben die doch voll viele Bücher, die mich auch interessieren und die ich lesen will. Ist aber trotzdem noch eine andere Möglichkeit. Erstmal normale E-Books sich kaufen. Über den Tolino kein Problem. Auch E-Books sind immer noch überall verfügbar und man kann Bücher auch digital gut lesen. Oder was eine Möglichkeit ist, die ich auch sehr gerade ins Auge gefasst habe, ist tatsächlich mal einen Kindle Unlimited Monat abzuschließen. Das hat man ja einmal dann, glaube ich, 9,99, wenn man jetzt nicht das Glück hat und gerade das Probemonat bekommt. Aber das habe ich jetzt letzte Zeit leider nicht gesehen. Aber ich meine 9,99 für einen Monat. Wenn man eh ein bisschen festsitzt und ganz viel lesen kann, dann kann man auch das Kindle Unlimited Angebot nutzen. Denn da auch dort gibt es ganz, ganz viele coole, spannende Titel. Und
Ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit nochmal euch meine Kindle Unlimited Lese-Wunschliste zeigen. Die ist sehr lang und da sind viele coole Titel drauf, auf die ich mich schon sehr freue. Und deswegen habe ich auch schon ein bisschen ins Auge gefasst, das vielleicht im April oder jetzt in den nächsten Wochen mal anzugehen und mein Kindle Unlimited TBA ein bisschen abzubauen. Aber wieder, da kann man auch gerne mal rumgucken, was es da so gibt. Eine unendliche Auswahl. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man sich mal angucken sollte. Und auch hier, wenn ihr keinen E-Reader habt oder keinen Kindle, es gibt eine Kindle-App fürs Handy, die man sich herunterladen kann, wo man dann übers Handy lesen kann. Natürlich ist es nicht so schön, die ganze Zeit am Handy zu hängen, aber es sind verzweifelte Zeiten, das erfordert verzweifelte Maßnahmen. Oder ein bisschen kreative Maßnahmen. Und wenn ihr kein Fan von E-Books seid, habe ich vielleicht noch einen Tipp für euch, was auch für euch weiterbringen könnte. Und das sind Hörbücher. Da kann man nebenbei auch so ein bisschen was machen oder sich einfach nur hinlegen und sich berieseln lassen, was auch mal ganz cool ist. Und es gibt tatsächlich über Spotify, auch das habe ich in meinem Hörbuchvideo damals schon gesagt, auch viele Hörbücher, die man dann quasi gratis hören kann. Also wenn ihr die Spotify-Webplayer nutzt, dann habt ihr ab und zu mal ein bisschen Werbeeinspielung drin, aber könnt es trotzdem in der richtigen chronologischen Reihenfolge hören. Oder ihr holt euch Spotify Premium. Als ganze Familie ist es relativ günstig, das haben wir jetzt in unserer Familie gemacht. Oder Spotify, wenn ihr Studenten seid, gibt auch ein Spotify Premium Student-Abo, was dann statt 10 Euro 5 Euro im Monat kostet. Und ich kann für mich persönlich sagen, dass sich das absolut gelohnt hat, denn neben den ganzen Hörbüchern gibt es auch ganz viele tolle Podcasts, riesengroße Podcast-Bibliothek, wo man sich mal durchhören kann und wie gesagt eine riesengroße Auswahl auch an Hörbüchern, die ihr damit ja fast gratis hören könnt. Auch relativ aktuelle Sachen, Sachen von großen Autorinnen, Sachen, die man nicht erwartet hätte vielleicht über Spotify. Und auch dort werde ich euch gerne noch, wenn euch das interessiert, eine Spotify-Hörbuch-Playlist mitgeben, also euch mal ein paar Titel nennen, die ihr so aus Spotify hören könnt, damit ihr wisst, wonach ihr suchen müsst. Denn das einzige Trickige ist tatsächlich, man kann nicht einfach nach Hörbuch bei Spotify suchen, sondern man muss schon nach einem Autor spezifisch suchen oder halt nach einem Buchtitel, weil die Autoren quasi als Künstler dann gelten und die Buchtitel sind dann, also ein Buch ist dann ein Album. Und da muss man dann gucken, dass man das auch findet. Aber wie gesagt, da kann ich euch gerne auch noch ein Video machen, um euch da ein paar Inspirationen mitzugeben. Da man aber nicht den ganzen Tag lesen kann, also ich meine, wenn ihr es könnt, ganz toll. Ich kann es nicht, auch wenn ich lesen liebe und auch wenn ich gerne mal schon so einen Tag im Buch versinken kann oder auch mal zwei richtig durchsuchen kann. Aber so auf Dauer ist das schon anstrengend. Man muss auch mal ein paar andere Sachen machen. Also natürlich die ganz klassischen Empfehlungen. Serien schauen oder ich habe es mal als Beispiel hier, Videospiele spielen. Das mache ich tatsächlich auch gerade viel. Ich habe eine große Watchlist an Serien, die ich mir schon lange hätte vornehmen wollen, aber aufgrund des Schreibens oder aufgrund der Uni, weil ich noch im Stress war, habe ich es nie geschafft oder mich auch nicht so richtig rangetraut, weil ich bin eher so der Mensch, ich bleibe bei meinen alten Lieblingsserien und gucke die dann 3000 Mal und wage mich sehr ungern an neue Serien ran, aber ich habe gedacht, jetzt ist die perfekte Zeit, um das tatsächlich mal zu tun. Und so habe ich auch ein paar neue Serien angefangen und bin bis jetzt sehr begeistert von allem, was ich gucke. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, so viele Streaming-Dienste, Amazon Prime, auch das kann man online zu Hause abschließen, das gleich nutzen. Oder Netflix, auch das. Oder man fragt in einem Freundeskreis rum, digital, ob jemand ein Konto hat, das man mit einem teilen wollen würde. Ich teile mir zum Beispiel eins mit meinem Bruder. Und auch wenn das manchmal ein bisschen schwierig ist, logistisch, also man kann es parallel nutzen, aber ich höre gerne Sachen, also ich gucke mir gerne Sachen auf Englisch Original an und eher auf Deutsch. Das kommt manchmal ein bisschen schwieriger, aber sonst ist das alles kein Problem. Man kann sich auch in Freundesgruppen zusammenschließen und wenn man überlegt hat, sich Netflix zu holen, das jetzt machen oder Amazon Prime und das jetzt machen und sich da auszutauschen, solidarisch zu sein und dann irgendwie doch dazu kommen, Serien zu gucken. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal noch ein Video machen, wo ich euch vielleicht meine Lieblingsserien zeige und wo sie zu finden sind. Ja. Viele neue Videoideen, die sich durch diese Situation heutzutage ergeben haben. Aber auch eine Sache, neuer Anbieter, der nächste Woche auf den Markt kommt, ist Disney Plus, der nach Deutschland kommt am 24. glaube ich. Und bis zum 23. gilt noch das Vorverkaufsangebot, wo das dann 60 Euro im Jahr ist, was man aber auch mit mehreren zusammen nutzen kann. Also da vielleicht auch einfach mal bei euren Freunden rumfragen, wer Lust hätte, sich mit euch zusammenzuschließen, um sich Disney Plus zu holen, wenn ihr da Lust drauf habt oder in der Familie und dann das ganze große Angebot von Disney, Marvel, Star Wars und National Geographic, glaube ich, ist damit bei zu nutzen. Das sind doch auch schon mal Optionen und da hat man dann auch gleich wieder richtig viele Möglichkeiten, was man sich anschauen kann.
Und um es kurz zu erwähnen zum Thema Videospiele, ich habe hier mein DS. Ja, jetzt nochmal was zu kaufen ist irgendwie schwierig. Bibliothek hat jetzt zu. Das heißt, man kann sich keine Spiele ausleihen, was eine Option wäre. Aber was man machen kann, ist vielleicht seine alten Lieblingsspiele wieder rauskramen, die alten Konsolen, die man hatte, mal wieder hervorkramen und wieder anzufangen zu spielen. Ich weiß, ich habe es jahrelang nicht getan und dann hatte ich auf einmal wieder diese unglaubliche Lust dazu, Pokémon zu spielen. Und ich hatte das Glück, ich habe es rechtzeitig getan und habe mir Spiele aus der Bibliothek ausgeliehen und das ist einmal tatsächlich auch ein Pokémon-Spiel. Ich bin so ein großer Fan von Pokémon-Spielen, von diesen alten klassischen Spielen. Ich hatte auch früher, als ich noch den alten DS hatte und mit dem Gameboy und sowas, alle möglichen Spiele, die ich dann irgendwann losgeworden bin. Und jetzt bin ich gerade nach und nach dabei, mir die auch gebraucht wieder zusammenzukaufen oder halt aus der Bib auszuleihen. Und damit könnte ich auch Stunden, Tage füllen, meine Pokédex zu vervollständigen und Arena-Orden zu sammeln und so weiter und so fort. Deswegen guckt auch mal, was bei euch noch so rumliegt und was ihr vielleicht spielen wollt und könnt. Oder sprecht euch mit Freunden ab, was die noch rumliegen hatten. Schaut im Zimmer von euren Geschwistern, Cousins und Cousinen und tauscht euch da aus, was ihr habt. Tauscht auch gerne die Spiele, um da vielleicht auch was Neues zu entdecken und eine Beschäftigung zu haben. Ja, das sind aber jetzt alles Beschäftigungen, mit denen man sich die Zeit irgendwie auch so ein bisschen sinnlos vertreibt, mit denen man so ein bisschen abschalten kann und sich ausklinken kann. Und ich würde aber noch ein bisschen was erzählen, was ich jetzt die letzten Tage gemacht habe, auch um mich irgendwie produktiv zu fühlen. Denn wenn ich mich produktiv fühle, fühle ich mich meistens auch immer sehr gut. Und besonders diese eine Aufgabe hat mich dazu geführt, auch wieder so ein richtiges Gefühl von Kontrolle über mein Leben zu bekommen und zu sagen, yes, das schaffen wir und auch so ein bisschen mir gegen meine Anxiety zu helfen. Und das ist tatsächlich, so dumm es klingt, Putzen. Jetzt ist gerade tatsächlich die Zeit, Frühling, der Frühling kommt, Frühjahrsputz steht sowieso an. Und warum das dann nicht selber in die Hand nehmen und sich dem einfach mal zu widmen. Und nach der Prüfungsphase war das hier in meiner Wohnung auch ziemlich nötig. Also habe ich jetzt die letzten Tage tatsächlich intensiv so immer nach und nach einen der Räume mir vorgenommen, den ich hier habe. Und dann das Bad geputzt, Küche geputzt, Wohnzimmer geputzt, Staub gesaugt, Staub gewischt, Bad gewischt. Alles, was so anfällt, nach und nach. Und ich muss sagen, so langsam nimmt die Wohnung wieder eine gute Gestalt an. Ich freue mich, ich bin wieder ein bisschen ruhiger und wieder entspannter und denke mir so, ich habe was geschafft und ich habe was Sinnvolles getan. Und was auch dazu kommt, ich habe die letzten Tage echt gut geschlafen, denn Putzen macht einen auch tatsächlich, wenn man es richtig macht, ziemlich müde, mich zumindest. Und wenn man schon nicht raus kann, um sich auszupowern, spazieren zu gehen, warum dann nicht in der Wohnung mal alles auf Vordermann zu bringen? Und dazu gehört tatsächlich auch sowas wie mal Sachen einfach aufräumen, die so ein bisschen ewig lange rumstehen, mal Kleiderschrank oder Bücherregal ausmisten oder das Bücherregal umräumen. Was habe ich aber jetzt gerade erst vorletzte Woche, letzten Monat oder so getan. Deswegen muss ich das jetzt nicht tun, aber wie gesagt, Sachen ausräumen, umräumen, aufräumen, ausmisten. Dann alles Sachen, die man jetzt machen kann, denn jetzt sollte man schon drin bleiben. Und das sind Tätigkeiten, die man drin machen kann, um sich aber gleichzeitig auch irgendwie produktiv zu fühlen und zu wissen, okay, ich habe was geschafft und wenn ich dann wieder raus kann, das Leben wieder seinen normalen Gang geht, hat man sein Leben vielleicht auch gleich ein kleines Stückchen verbessert. Und zu diesem Thema verbessert passt tatsächlich auch, dass man jetzt sich auch die Zeit nehmen kann, um irgendwas Neues zu lernen. Ich meine, man muss sich nicht den Stress machen, um jetzt 3000 neue Projekte anzufangen und 3000 neue Sprachen zu lernen. Aber wenn man Lust darauf hat und jetzt auch die Zeit, dann kann man sich doch einfach mal vornehmen, sich wirklich vielleicht eine neue Sprache mal anzugucken oder Sprachkenntnisse, die man schon hat, zu vertiefen oder einfach eine neue Fähigkeit zu lernen. Sei es jetzt Sticken, Nähen, Malen, Aquarellfarben. Ich habe keine Ahnung. Ein Instrument, auch wenn die Nachbarn das vielleicht manchmal nicht so ganz geil finden, aber wie gesagt, schwierige Zeit. Deswegen, also wenn nicht jetzt, wann sollte man das dann lernen, wenn man Zeit hat? Und auch Lernen, finde ich, gibt einem immer so ein cooles Gefühl, irgendwas, dass man was schafft, dass man was Sinnvolles macht und dann geht man vielleicht aus dieser Situation nachher auch mit neuen Fähigkeiten oder mit neuem Wissen heraus. Und es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, sich online weiterzubilden, auch wenn man jetzt nicht mehr in der Schule ist. Ich meine, Schüler müssen sowieso noch zu Hause Aufgaben erledigen, aber man kann sich auch als Schüler, als Student, aber auch als Arbeitstätiger immer weiterbilden. Und Weiterbildung finde ich ist immer so wichtig. Ich mache das neben dem Studium natürlich auch super gerne und es gibt da diverse Möglichkeiten, zum Beispiel Online-Kurse über Udemy oder Skillshare sieht man viel, die zwar auch oft auf Englisch sind, aber es gibt auch deutsche Optionen dazu. Oder YouTube-Tutorials zu allen möglichen Sachen, eine neue Software lernen. Ich gucke mir zum Beispiel gerade GIMP etwas genauer an, um so ein bisschen meine Grafikdesign-Skills auszubauen und da etwas besser zu werden.
Und dazu gibt es bestimmt auch eine ganze Menge YouTube-Tutorials. Und wenn man schon so eine Idee hat, was man machen will, kann man sich das genauer spezifisch angucken. Oder man lässt sich einfach treiben und inspirieren und macht einfach etwas, wo man denkt, es könnte doch Spaß machen, denn ausprobieren schadet doch nichts. Und wie gesagt, jetzt haben wir die Zeit dazu. Also warum sollten wir es nicht jetzt tun und nicht jetzt lernen? Und auch zum Sprachenlernen habe ich noch einen coolen Tipp für euch. Das ist auch eine App, eine kostenlose, und zwar Duolingo, die man aufs Handy hat. Und da hat man immer so, kann man sich einstellen, ob man nur 5 Minuten, ich glaube, es geht bis 15 oder 20 Minuten am Tag, so kleine Lektionen machen kann und dann seine Sprachskills spielerisch zu verbessern. Und ich meine, das kann auch vielleicht im späteren Verlauf auch ganz viel bringen und kann auch echt Spaß machen. Und so eine dritte Sache, die ich auch irgendwie unter einer Kategorie zusammenfassen will, ist so kreativ sein. Und kreativ sein kann irgendwie alles sein in diesem Bereich. Also es kann sein, einfach anfangen zu malen, wenn man Lust drauf hat. Das können Kinder total halt cool, einfach sich ein Blatt Papier und Stifte nehmen und drauf loskritzeln. Warum das nicht als Erwachsene auch mal angehen? Oder mal nach Zahlen ein altes Puzzle rausholen, was man noch im Keller stehen hat. Oder alte Bilder irgendwie abzeichnen, die man zu Hause hat. Wieder da auch Kurse nutzen vielleicht oder Online-Vorlagen. Man kann sich bestimmt auch so mal nach Zahlen Bilder ausdrucken, die es online gibt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es das gibt. Oder man sucht sich aus mal Bilder und setzt sich selber mal ran, um einfach Sachen mal auszumalen und dann vielleicht nebenbei ein Hörbuch oder einen Podcast zu hören. So ist man irgendwie körperlich, aber auch geistig beschäftigt. Und ich finde auch so malen und zeichnen und generell kreativ sein ist auch eine sehr entspannende Tätigkeit. Wenn man jetzt nicht gerade einen Horrorfilm nebenbei guckt. Oder was dazu natürlich auch zählt, was bei mir natürlich auch passend ist, ist Schreiben. Egal, ob ihr vorher schon geschrieben habt oder nicht, jetzt habt ihr auch die Möglichkeit dazu, sich dem zu widmen. Ich weiß nicht, ich meine, klar, ich weiß, dass es auch manchmal schwierig ist, vor allem wenn man vielleicht so diese Unruhe hat und diese Unsicherheit einen wie fertig macht, dann ist vielleicht Schreiben nicht das Richtige, dann doch eher das Malbuch oder so. Aber wenn ihr euch vielleicht auch irgendwie in eure eigenen Geschichten, eure eigenen Welten, in eure Poesie oder sowas flüchten wollt, dann ist Schreiben vielleicht jetzt auch die richtige Sache, die man machen kann. Und was in dem Bereich auch irgendwie dazu zählt, ist meiner Meinung nach vielleicht jetzt einen Blog starten oder einen YouTube-Kanal oder Instagram. Fotos kann man drinnen machen. Man kann sich gucken, was einem irgendwie gefällt, fotografiemäßig. Man kann ja Flatlays machen, man kann sich ein kleines Fotostudio irgendwo in der Ecke aufbauen. Ich mache das immer gerne auch mit so einem Bettlaken und Kleidungsstücken. Und dann gucke ich, was ich noch so rumliegen habe und lege das zusammen und gucke dann, was sieht gut aus. Mache vielleicht Probefotos und da kann man auch gerne rumprobieren oder wie gesagt, sich in WordPress einarbeiten und einen Blog starten und da zu schreiben, wie es einem geht. Vielleicht so einen kleinen Log aus der Quarantäne oder sowas. Oder halt einen YouTube-Kanal, so wie ich. Ich finde, deswegen mache ich das auch gerade jetzt wieder super gerne und jetzt erstmal habe ich die Zeit dazu, wieder mehr Videos zu drehen. Dann ergibt sich dadurch auch eine ganze Menge Content und es lenkt mich ab und beruhigt mich irgendwo, mit einer Kamera zu reden, mit euch und mich auszutauschen, aber auch irgendwie eine Aufgabe zu haben und einen festen Terminplan irgendwo, dass bis dann und dann Videos online sein sollten, weil ihr ja irgendwo damit rechnet. Und es ist für mich so ein bisschen auch eine Accountability und etwas, was mich irgendwo eine Aufgabe gibt und eine Struktur. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die schon wichtig und nützlich sein kann. Und eine letzte Sache sollte man definitiv nicht außer Acht lassen und die sollte man vielleicht auch nicht komplett hinten überfallen, auch wenn es gerade etwas schwieriger ist. Und das ist tatsächlich soziale Kontakte pflegen, wenn auch nur virtuell. Man sollte vielleicht nicht unbedingt sich jetzt um groß treffen und Filmabende machen, auch wenn es verlockend ist. Aber das alles kann man irgendwie auch online stattfinden lassen. Und ich weiß, das ist natürlich nicht dasselbe und es ist irgendwie schon komisch, jetzt seine Freunde eine ganze Zeit lang nicht zu sehen, aber man kann ja telefonieren, WhatsApp-Video chatten, WhatsApp telefonieren, man kann skypen und man kann tatsächlich auch ganz viele Sachen nebenbei so machen. Man kann sich zum Beispiel zum Essen verabreden und jeder kocht bei sich alleine und dann isst man gemeinsam und tauscht sich über Skype zum Beispiel aus, über Videochat, was gerade so abläuft, was man für Pläne hat, was man vielleicht Neues gelernt hat, was man für Bücher gelesen hat und Serien geschaut hat. Oder man schaut einfach gleich eine Serie zusammen. Man hat einen Laptop an und guckt und skypt und guckt vielleicht auf dem Fernsehen nebenbei nach und nach die Serie, suchtet Serien zusammen durch, schaut sich Filme an. So kann man auch, ja, irgendwo soziale Kontakte pflegen und sich nah sein, obwohl man sich nicht wirklich nah ist. Macht das Sinn? Also es ist halt wirklich so, okay, alles, was man sonst vielleicht persönlich gemacht hätte, verlegt man irgendwo ins Virtuelle.
Aber es ist trotzdem wichtig, sich irgendwie miteinander auszutauschen, miteinander in Kontakt zu bleiben, um nicht komplett zu vereinsamen. Denn das ist, glaube ich, das, wovor viele auch besonders Angst haben und was diese Situation auch so schwierig macht, halt einfach nicht unter Menschen zu sein. Aber genau da sollte man dann auch irgendwie dem entgegenwirken und sich dafür vielleicht kreative Wege suchen, wie man doch irgendwie sich miteinander austauschen kann. Was haltet ihr von diesen Tipps? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und auch wenn ihr noch andere Empfehlungen habt, andere Ideen, was man jetzt so machen kann, um vielleicht ein bisschen Social Distancing zu betreiben, sich nicht unbedingt so viel näher zu kommen und sich trotzdem, ja, trotzdem dabei zu helfen, diese Krise irgendwo einzudämmen und die ganze Ausbreitung zu verlangsamen. Auch wenn die Situation schwierig ist, hoffe ich, das Video hat euch trotzdem irgendwie gefallen, ihr nehmt daraus was mit. Und wie gesagt, freut euch auf ganz viele andere Videos, die da kommen werden. Ich überlege sogar, meinen Content ein bisschen hochzuschrauben, wenn ich das schaffe noch. Und freut euch auf jeden Fall auch demnächst noch auf eine Bookshelf-Tour. Da seid ihr dann bestimmt auch ein bisschen beschäftigt. Aber ansonsten, ja, nach dem Angeteaser danke ich euch auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut.